Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem Kanal. Wir haben heute einen mir schon länger bekannten und in der UFO-Szene auch schon länger umtriebigen Experten zur Hand. Und zwar Diplom-Physiker, Doktor-Ingenieur Detlef Heuer von der Technischen Universität Hamburg. Hallo, Detlef. Ja, korrekt. Das ist korrekt. Danke. Habe ich rausbekommen? Ich bin Gut. aber jetzt als Anwendungsentwickler tätig. Also ich habe da mein Diplom gemacht und promoviert, aber bin seitdem als Anwendungsentwickler tätig und forsche sehr gerne in der Freizeit. Du forschst sehr gerne und das in den Grenzgebieten unserer Wissenschaften. Du hattest zuletzt auch beim AAS-Meeting beim verpönten Erich von Däniken einen Vortrag. Da ging es um Generationenraumschiffe, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Du ja. bist in MUF und CES aktiv, in der GEP, also zwei der großen UFO-Forschungsvereine im deutschsprachigen Raum, genauso wie ich. Dort haben wir uns kennengelernt und bist jetzt mit deinen, also mir zumindest, mit deinen physikalischen Expertisen, Ideen, Gedanken, diese Realisation von diesen möglichen unidentifizierten fliegenden Objekten sehr, sehr versiert aufgefallen, sagen wir es mal so. Wie ist dein Werdegang? Wie bist du in diese Thematik überhaupt, reingekommen? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal Physik studiert, habe da viel mit Elektromagnetismus auch zu tun gehabt. Ich war da in der Tieftemperaturphysik und Magnetismusabteilung unterwegs, also bei tiefen Temperaturen, Supraleiter und so. Und hatte da einen sehr schwierigen Versuchsaufbau. Die Messapparatur muss ja vakuumdicht sein und tieftemperaturfest. Eins von beiden war immer einfach zu erreichen, aber beides zusammen machte Probleme. Und dann habe ich hinterher in theoretischer Elektrotechnik promoviert. Da gab es dann nicht so viele Probleme mit Labor- und Experimentaufbau. Und habe daher also einen guten theoretischen Hintergrund bezüglich der Maxwell-Gleichung und Elektro- und Magnetismus allgemein. Und habe mich dann für Relativitätstheorie, also Gravitation, auch interessiert und seit langem auch schon für die UFO-Problematik, sage ich mal. Also, was mir aufgefallen war, dass oft berichtet wurde, dass da fliegende Objekte sind, die dann plötzlich abhauen, nach links, nach rechts, nach oben, als wären sie vom galaktischen Golfschläger getroffen worden. Also abrupt. Ja. Dann habe ich von Paul R. Hill das Buch empfohlen bekommen. Das war auch sehr gut. Der beschreibt da einmal die physischen Eigenschaften von UFOs. Zum Beispiel, dass auch mal jemand mit einer Pistole drauf geschossen haben soll und dass es dann einen metallischen Querschlägergeräusch gab. Und auch beschrieben diese Manöver, Acute Angle Turn oder Sudden Reversal. Das heißt also plötzlicher Richtungswechsel oder Richtungsumkehr. Und das widerspricht dermaßen der Physik, und das wurde aber immer wieder berichtet, dass ich eigentlich gedacht habe, das könnte doch ein Phänomen sein, für das wir noch keine Theorie haben. Also das war ja eigentlich immer so, wenn man irgendwas gemessen hat oder gesehen hat, was man nicht erklären konnte, dann gab es eigentlich neue Physik. Hast du da eine Spur, wo da die Reise hingehen kann, jetzt von der physikalischen Seite her, was für Antriebe das bewerkstelligen können? Du hast jetzt schon erwähnt Antigrav, du hast erwähnt Supraleiter. Ich habe auch in zahlreichen Berichten seit den 60er Jahren liegt das bereits vor, von Autoren und von Erlebnisberichten, sozusagen Erfahrungsberichte von Menschen, die angeblich in sowas drin gewesen sein sollten. Ich habe vor kurzem mit einem australischen UFO-Forscher Kontakt gehabt, mit dem Edgar Wilhelm, der mir gesagt hat, das stimmt alles, das ist alles wahr, die Leute waren wirklich dort, denn von nichts kommt nichts.
dieses Wissen dazu. Und diese ganze Supraleiter-Idee zum Beispiel und Antigravitation, das sind ja erst Ideen, die wir bekommen haben aufgrund dieser Erfahrungen, aufgrund dieser Berichte. Das ist so seine Sicht auf diese Dinge. Ich habe auch kennengelernt zum Beispiel den Ingenieur Herbert Grünwald, der den Martin Wiesengrün mehrmals besucht hat. Wir wissen es, der Robert Fleischer hat auf Exo Magazin damals auch ein Interview gemacht mit dem Martin Wiesengrün, der ja auf der Insel Rügen zum Beispiel direkt abgeholt worden ist von diesem außerirdischen Team, dann Berichte gegeben haben und so. Also komplett, komplett verrückte Story. Und so ist dann der Techniker, der Sicherheitsoffizier eines Forschungsreaktors in Österreich erst auf die Idee gekommen, ich schaue mir das einmal an und wie das geht. Und dann hat er sich eben die Geschichten von Dr. Timer angeschaut und so. Also ist das eine Richtung, die man da einschlagen kann, wo man sagt, okay, da sind anscheinend wirklich rasende Zivilisationen in ihren zukunftsträchtigen Vehikeln unterwegs. Wie ja, siehst du? Komme ich gleich drauf zu sprechen. Es gab ja auch nicht nur welche, die vielleicht mal mitgefahren sind, sondern es gab ja, soll ja auch diese Entführungsfälle gegeben haben. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, wenn da welche psychisch drunter leiden, dass sie entführt worden sind und keiner glaubt ihnen, weil mir einfach gesagt wird, das kann gar nicht sein. Und das ist eigentlich auch das, was mich da beihält, um das weiter zu verfolgen. Ich habe ja jetzt ein Vortrag bei der MUFON CES geplant im Juni, am dritten Mittwoch im Juni. Da geht es genau um diese Theorien und viel steht da in dem Buch von Michio Kaku drin, dem japanischen Physiker. Der hat ja ein Buch geschrieben, auf Englisch heißt es Hyperspace und auf Deutsch ja, irgendwas gekrümmter Raum und 10 Dimensionen in der Art. Und darum soll es auch gehen. Also er beschreibt da, dass sich früher schon mit einem vierdimensionalen Raum beschäftigt worden ist, also diese Hypercube und diese Geschichte von Abbott über die Flachländer, die ja so zweidimensional sind und den dreidimensionalen Raum irgendwie erkunden und die Phänomene sich ansehen. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist die Theorie von Theodor Kaluza. Das war so ein Zeitgenosse von Einstein. Der hat praktisch die Einsteinsche Theorie auf 5 Dimensionen angewandt. Darauf ist er gekommen aus Symmetriebetrachtungen. Also der Nordström hat schon vorher festgestellt, dass da mathematische Operatoren sind, die man also so erweitern kann, dass es ganz symmetrich ist. Und der Kaluza hat also herausgefunden, dass die Operatoren an der Einstein-Gleichung die Krümmung berechnen, da sind so Differentialoperatoren drin, dass die sehr ähnlich zu den Maxwell-Gleichungen sind. Und hat dann also daraus erhalten, dass die Maxwell-Gleichungen in der fünfdimensionalen Version der Einsteinschen Gravitationsgleichung mit drin sind. Und das beschreibt auch der Michio Kaku in seinem Buch. Bloß der geht dann gleich weiter zu Young-Mills-Theorien und Strings und Supergravitation mit 11 Dimensionen. Da hat einer dann gezeigt, dass es höchstens 11 Dimensionen sein können für so eine Theorie. Und einer hat dann gezeigt, dass es mindestens 11 sein müssen. Und damit rechnet man also. Das ist eigentlich alles gegeben, aber was man nicht untersucht hat, ist dieser Skalar in der 5. Dimension. Also man kriegt die 10 Komponenten für die Gravitation von Einstein, dann die 4 Komponenten von den Maxwell-Gleichungen und dann ist noch eine 15. Komponente über ein Skalarfeld. Die erhält man damit raus. Die hat man erstmal gleich 1 gesetzt, weil man nicht wusste, was man anfangen sollte. Aber die nimmt den Platz der Gravitationskonstanten ein. Da gibt es also mehrere Skalartheorien, zum Beispiel von Brahms-Dicke, die davon ausgehen, dass die Gravitationskonstante nicht über
nicht immer gleich ist, sondern dass sie in der Vergangenheit größer war. Das stammt von dem Jordan. Er hat gesagt, also wenn die Gravitationskonstante mit der Zeit kleiner wird, dann dehnt sich die Erde aus und dadurch kommen dann diese Risse in den Kontinenten. Das war seine Theorie. Aber inzwischen gibt es auch weitere Forschungen. So, die haben so 1990 bis 2015 gearbeitet. Die haben also diese Kaluza-Theorie noch weiter gemacht. Das ist die Induced Matter-Theorie, also induzierte Materie. Die haben also herausgefunden, dass man keinen Energieimpulstensor braucht bei fünf Dimensionen. Also bei der Einstein-Gleichung hat man ja auf der einen Seite die Krümmung der Raumzeit und auf der anderen Seite den Energieimpulstensor, wo die Massen auch mit drin sind. Und Ja, die Energie, die du da aufwenden musst, die wäre ja dennoch gewaltig. Also das Nee, nimmt ja das alles ist jetzt weg. einmal nur die Einstein-Gleichung und jetzt haben die also praktisch den Energieimpulstensor auf die gleiche Seite gebracht wie die Krümmung und Okay. haben dann praktisch die Krümmung im fünfdimensionalen Raum ist null. Ja. Und die fünfdimensionale Krümmung ist so kompliziert, dass man da Terme kriegt, denen man den Energieimpulstensor zuordnen kann. Das heißt also, auch den Energieimpulstensor bekommt man aus der Geometrie des fünfdimensionalen Raumes. Und da kommt eine Gleichung bei raus für die Gravitationskonstante, dass die beeinflussbar ist durch elektromagnetische Felder. Und das Okay. ist so auch mein Forschungsgebiet. Ich habe da mal die Lösung aus diesem Lehrbuch genommen für eine mit Ladung behaftete Masse, also ein Elektron zum Beispiel. Ja. Und da kommt eben raus, dass die fünfte Dimension Masse und Ladung entspricht, so wie die vierte der Zeit entspricht. Also sieht so aus, als würde praktisch jede weitere Dimension einer anderen Qualität entsprechen. Und da kann man dann aus diesem fünfdimensionalen Metrik das Maxwell-Feld und das Gravitationsfeld ableiten und man sieht auch, wie sich diese Gravitationskonstante in der Nähe des Elektrons ändert. Und wenn man jetzt sagen wir mal, ein Elektron und ein Proton nimmt und lässt sie kreisen, dann hat man praktisch eine Dipolstrahlung und diese Gravitationskonstante, die ändert sich, die würde auch abstrahlen. Also, das entspricht praktisch dieser Rotation immer, nicht? Mit diesen Ladungen, starke elektrische und magnetische Felder, die sich drehen. Das ist so der Weg, der dazu führen könnte, dass sich dieses Skalarfeld ändert, die Gravitationskonstante oder eben auch, wie die sagen, die effektive Masse. Und wenn man mit diesen starken elektromagnetischen Feldern die effektive Masse verringern kann, dann braucht man über F gleich M mal A eine viel kleinere Kraft, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Das heißt also, Okay. wenn die Masse gegen Null geht, dann werden die praktisch federleicht und man kann mit einer normalen Kraft unheimliche Geschwindigkeiten erreichen. Ne? Das würde also erklären, die schalten das Feld ein, die Masse ist gering und schwupp können sie praktisch mit einer geringen Kraft hohe Geschwindigkeiten erreichen. Also die Okay. verlieren die Trägheit. Das ist so die Theorie. Habe ich auch schon ein Da paar gibt Mal es auch da. Bilder. Da gibt es auch schon Bilder dazu, und zwar sind es diese drehenden, diese Ringe, die als diese möglichen Generationsraumschiffe dargestellt werden. Da Ja. gibt es auch Bilder schon Ja, es gibt dazu. auch diese von, wie heißt denn der in Finnland, die supraleitenden Ringe da in Ja. Tampere gemacht haben. Da ist das Problem, da hat man eben Supraleiter und ein Kristallgitter und das lässt sich ganz schlecht berechnen oder vorhersagen, was da wirklich passiert. Man kann das messen, aber entweder die Messungen werden nicht geglaubt oder man kann sie nicht reproduzieren. Man weiß auch nicht genau, was man da jetzt genau machen muss, um jetzt da beim schnell rotierenden superleitenden Ring diesen Effekt zu kriegen, dass da plötzlich der Rauch von der Pfeife aufsteigt, weil da die Gravitation verringert ist, ne? Aber das würde praktisch auch dem
entsprechend, dass man eben, dass es um elektromagnetische Felder geht, die sich drehen und die dazu führen, dass sich die Gravitationskonstante ändert. Das ist also so die Richtung, die ich verfolge. Da bereite ich, wie gesagt, jetzt einen Vortrag vor bei MUVNCs am 3. Mittwoch im Juni. Und außerdem habe ich noch bei der American Association Aerospace Artikel eingereicht dazu. Da erfahre ich im Mai, ob das was wird. Und da ist in Las Vegas im November eine Tagung. Und da wollte ich hinfahren. Jetzt war auch im Juni schon vom MUFON USA ja eine Tagung in Las Vegas, aber das war mir zu knapp, um das vorzubereiten. Ja Dann gut, war wer weiß, ob es jetzt noch im stattfindet. August war noch eine Tagung in New Orleans, aber das war mir zu dicht am Katrina-Termin dran, wenn denn da gerade ein Wirbelsturm ankommt. Das ist bei mir auch. Deswegen habe ich die November-Tagung da genommen und am 22. Mai erfahre ich da, ob der Vortrag angenommen wird oder nicht. Ja, Weil höchst da gab es spannend. diesen L.L. Williams, der hat schon sich auch mit der Kaluza-Theorie beschäftigt und da was veröffentlicht. Höchst spannende Dinge, mit denen du dich da beschäftigst. Was ist bei dir da vorwiegend? Die Frage nach der Technik jetzt, um sie für uns auch friedlich sinnvoll nutzbar zu machen? Oder was ist da dein Hauptantrieb dahinter? Ja, ich denke, also mein Szenario, mein Lieblingsszenario ist das von Star Trek 8, der Erstkontakt, Ja. wo also der Warp-Antrieb entwickelt worden ist. Wir machen den ersten Flug von der Erde zum Jupiter in 5 Minuten. Und das ist der Anlass für die Vulkanier, Kontakt aufzunehmen und zu landen, weil dann ganz klar ist, dass man nicht nur mit Generationen Raumschiffen, sondern eben auch wesentlich schneller von einer Sonde zur nächsten kommen kann. Und wenn wir es also schaffen, dass wir eben diesen UFO-Antrieb, sag ich mal, nachbilden können, dann wird es auch klarer, ne? Das ist was anderes, als wenn man jetzt sofort sagt, die sind da und wir wissen nicht, wie es funktioniert. Das ist ja auch die Frage, was macht man mit den Patenten, mit Handel? Das sind ja alles viele gesellschaftliche Fragen, die sich da auftun, ne? Und Ja, da sollte ja. man erstmal mit der Technik so weit kommen. Das heißt, du glaubst, es kommt doch sehr wohl auch auf uns selber an, ob wir so weit sind für den Erstkontakt, mehr oder weniger. Ja, eigentlich ist doch so die Meinung, dass die schon fast ewig hierher kommen können, so zu Besuch, sei es als Forscher oder als Touristen oder Räuber oder Diebe, was weiß ich. Ja. Aber dass es einfach an uns liegt, dass wir das nicht gesellschaftlich wahrnehmen und auch nicht so können, weil ja dann jeder Bereich davon betroffen ist. Es ist praktisch so ähnlich wie Corona dann, ne? Ja. Weil alles muss umgestellt werden. Das geht. Das heißt, Und du bist. deswegen konzentriere mich auf die Technik und die ist natürlich, oder die Theorie ist natürlich sehr kompliziert und Ja, ich versuche klar. da so einen Weg zu bekommen wie der Michio Kaku, dass man das doch irgendwie allgemeinverständlich darstellen kann. Also ich kann mich erinnern an unser erstes Gespräch, was wir, glaube ich, über Facebook Messenger geführt haben. Ich verstand nur Bahnhof. Jetzt komme ich schon besser mit. Es wird schon. Ja, Also das ich sind habe wirklich auch, ganz große Stories. Also Wahnsinn. also ich habe jetzt auch eben festgestellt, dass es viele nicht verstehen, was aber eben auch daran liegt, wie es erklärt wird. Das ist ja immer die Frage, wie und da lerne ich eben auch, ne, das so darzustellen, dass es allgemeinverständlich wird. Ja. Also diese ganzen Formeln sind ja eigentlich mehr für die Fachleute, deswegen auch der Vortrag in Las Vegas im November. Ja. Und dann kann man ja auf den Vortrag und das Paper verweisen, was dann peer-reviewed ist Ja. und wo man sagen kann, da ist was dran.
Und nicht, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Das ist genauso eine Theorie wie 100 andere, die zwar ganz schlau aussehen, aber nicht funktionieren. Und da fahre ich sozusagen dann zweigleisig. Also einmal das Versuchen allgemeinverständlich zu erklären, dann das Paper und vielleicht in 5 Jahren wird es vielleicht auch mal ein Buch dann. Jetzt ist gerade das Bild weg. Ich weiß nicht, ob wir noch Verbindung haben. Ich rede einfach mal weiter. Beziehungsweise bin jetzt soweit fertig und warte jetzt erstmal, dass ich wieder eine Antwort bekomme. Eine Frage an dich wäre noch gewesen, im Endeffekt bist du ja dann ein Freund der Paleoceti-Hypothese, sprich, dass wir besucht wurden und wahrscheinlich auch laufend besucht werden. Ja, es wird ja viel darüber berichtet und für mich macht es nicht den Eindruck, als wäre das alles erfunden. Und auch die Sachen, die Erich von Däniken berichtet, die verwundern ja doch schon. Es gibt zwar noch keinen Beweis und er wird ja von der Wissenschaft immer noch, ich sag mal, nicht links liegen gelassen, aber absichtlich ignoriert. Wobei eben diese Generationenraumschiff-Geschichte ja möglich ist. Das habe ich ja bei der AAS vorgetragen im ersten Teil. Und im zweiten Teil bin ich auf die Theorie nochmal eingegangen, habe das ganz kurz geschildert. Aber das Publikum konnte das natürlich nur glauben oder nicht. Ja, klar. Die können das erst nachprüfen oder ja, sich das eher glauben, wenn es ein peer-reviewed Paper gibt, das man vorzeigen kann, zitieren kann. Genau. Und wenn wir auch sehen, es funktioniert und wir haben den Antrieb und es läuft. Das ist es. Aber da Ja, und bist du dann ist dann ja auch die spannend. Wahrscheinlichkeit groß, dass welche herkommen. Und das muss ja nicht. Ja gut, eine zweite Sache ist eben noch, dass es genau angefangen hat, nachdem hier die beiden Atombomben gefallen sind. Also ich sage mal umgekehrt, wir beobachten ja Exoplaneten. Und wenn wir jetzt da irgendwo auf einem näheren Planeten einen Atomblitz beobachten würden und wir stellen fest, die sind an der Schwelle zur Raumfahrt, da hätten wir ja auch sicherlich Bedenken, dass die ihre Raumschiffe mit Atomwaffen beladen und hierher kommen. Ja gut, die Space Force von Trump, die will er das eh vermeiden. Ja, oder die machen es umgekehrt, ne? Das Genau. ist. Ja, da muss man auch aufpassen, wenn das tatsächlich mal greift, dass man dann nicht irgendwie gekrallt wird, ne? Von dem Militär, die das dann haben wollen oder so. Also das kann natürlich dann auch. Aber deswegen dauert das auch so lange. Ich arbeite immer ein bisschen weiter und versuche das möglichst breit zu machen. Komme natürlich immer langsamer voran mit meinen Forschungen, aber ich mache das ja auch in der Freizeit. Ja. Und ich arbeite da mit Maple, das ist so ein Mathematikprogramm, mit dem man Krümmungstensoren berechnen lassen kann und das einem viel Arbeit abnimmt. Also viel Arbeit, die früher gar nicht leisten konnten. Ja. Das haben die auch geschrieben, dass das lange Rechnungen sind und dass man sich da leicht vertun kann und dann alles nochmal rechnen muss. Das ist mit Maple weg. Da habe ich also auch die ganzen Ergebnisse, die ich dann im Paper vorstellen werde, aber das ist am besten im Buch von Michio Kaku beschrieben. Der hat da so eine Grafik erstellt, die findet man nirgendwo sonst. Also man findet immer nur die Formeln in den Papern, aber diese Matrix da, die er da dargestellt hat, das sieht man selten. Ich kann das nochmal eben versuchen zu zeigen. Dauert einen Moment, aber wir können ja so lange weiterreden. Da haben wir den Michio Kaku. Hier sieht man schon mal was. Hier sind die Gravitationskonstanten, hier sind die von der Maxwell-Gleichung und da ist dieses Skalarfeld. Ne, das ist Einstein, Maxwell und das Skalarfeld. Jetzt hoffe ich noch, dass hier irgendwo dieses Dings auftaucht. Hier haben wir die Maxwell-Gleichung.
Hier ist so ein Schema. Das ist jetzt nicht das von Kaku. Aber umso. Ach, Mist. Entschuldigung. Das sollte eigentlich ein Bild sein. Wie kriegen wir denn das Bild Grafik anzeigen? Ja. So. Das soll also ein metrischer Tensor sein. Ein metrischer Tensor ist einfach praktisch die Abmessung im Raum. Also wie beim Pythagoras. A² plus B² gleich C². Das gilt nur im euklidischen Raum. Wenn der Raum gekrümmt ist, dann gilt das nicht. Da kriegt man alle Kombinationsterme. Und hier oben hätte man dann eben x, y, z und t. Das wäre die Gravitation von Einstein. Dann kommt dazu Maxwell und hier das Galoisfeld. Wobei Licht finde ich ja nicht in Ordnung. Es geht eigentlich um Ladung und Masse. Das ist eigentlich der Punkt, den ich, also wo man schon weiter ist jetzt nach 10 Jahren. Und dann, das sind also praktisch die 5 Dimensionen. Dann geht es hier weiter von der 6. bis zur 11. Dimension. Da kommt die schwache Wechselwirkung und dann die starke Wechselwirkung mit den Farbkräften. Ich finde diese Symbolik recht interessant. Wir haben da teilweise das Möbius-Symbol. Dann erinnert das ganz rechts unten an diese keltischen Triskelen. Höchst interessant, das sind eigentlich diese natürlichen Symbole, die sich dann auch wieder in der sogenannten Blume des Lebens niederschlagen. Ja, nochmal hier zu dem Maxwell und Gravitation. Ne? Also wir haben ja die Raumzeit mit den 4 Dimensionen, dreimal Raum x, y, z und einmal Zeit t. Und senkrecht darauf dann die 5. Koordinate mit Masse und Ladung. Und wenn man das jetzt darstellen will, die Komponenten, ne? Da hätte man ja nur drei Dimensionen zur Verfügung. Und man würde dann x, y, z und t so also als ein Kreuz in der Fläche darstellen. Ne? Also nach links x, nach rechts z, nach oben y, nach unten oder Moment, in der Fläche jetzt. Ne? Also nach links x, nach hinten y, nach rechts z und nach vorne t, so in der Fläche. Und senkrecht nach oben Q und M. Und wenn ich das verbinde, bekomme ich eine Pyramide. Wenn ich also die Spitzen der Pfeile verbinde, bekomme ich eine Pyramide. Da habe ich auch noch ein Bild zugleich. Und damit habe ich ja dieses Skalarfeld, was der Gravitation entspricht, der Schwerkraft. Und die Blöcke der Pyramiden sind schwer. Insofern ist für mich, bin ich jetzt darauf gekommen, dass die Pyramiden ein Symbol sein könnten für diese Theorie, für die Schwerkraftvariation mit Elektromagnetismus. Ich kann eben nochmal dieses Bild heraussuchen. Das habe ich bei. Hast gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich dass du die Pyramiden als ein Symbol für die Schwerkraft siehst. Genau. Ich suche noch das Bild dazu. Ich habe das jetzt nicht. Ich habe so viele Sachen. Genau, das ist ja auch so eine Anordnung, wo Ladung, also 50 Kilovolt sind und wo sich was dreht, was auch im Vakuum möglich sein soll. Sonst kann man ja sagen, das ist Ionenwind, aber wenn es im Vakuum auch immer schneller sich dreht, dann kann das kein Ionenwind sein, weil es da keine Ionen gibt. Jetzt gucke ich hier nochmal. Da ist ein Bild, ja. Ja. Also, ich habe es jetzt leider nicht vorbereitet, ne? Also es ist ja normalerweise, wenn man Vektor A hat, der hat eine Komponente AX, AY, AZ. Das zeichnet man so in den Koordinaten auf. Und die drei Komponenten zusammen ergeben dann A und A stellt man durch die Koordinaten dar. Wenn ich jetzt aber
fünf Komponenten habe, dann würde ich, jetzt ist die Maus weg, A, X, A, Y, A, Z so darstellen und die fünfte Dimension nach oben. Und wenn ich jetzt die Pfeilspitzen verbinde, dann kriege ich eine Pyramide. Also das wäre praktisch ein mögliches Symbol für diese Theorie. Also das korrespondiert und es geht noch um Schwerkraft und also die Steinblöcke sind sehr schwer. Insofern ist das für mich eine Korrespondenz da zwischen der Theorie Wow. und der Pyramide. Ja, aber das heißt doch für mich so viel, wie dass die sogenannten alten Ägyptern, denen man ja den Bau der Pyramiden zugeschrieben hat, dass die über Wissen verfügt haben, das wir ja heute noch gar nicht haben. Ja, ob die Ägypter selbst das Wissen Ey, gehabt deswegen sage haben, ich jetzt aber so genannt. Ja. also die ägyptischen Götter vielleicht, ne? Ja, genau. Also so ähnlich wie bei Stargate. Richtig. Also dem, wie war denn das? Also der Kinofilm Philadelphia Experiment, Ja. den habe ich 1984 im Kino an der Ostsee gesehen. Und 1994 gab es den Film Stargate, auch habe ich auch in der Ostsee gesehen. Da war so im Sommer, war so im Kultur oder Haus des Gastes, war so ein kleines Kino eingerichtet und da habe ich die beiden Filme gesehen. Die fand ich also sehr gut. Und nicht die Serie Stargate, sondern diese Idee, dass bei dem Wissen der Ägypter mehr dahinter steckt. Ja. Das ist ja auch bei Es denen die wirkt Idee ja und authentisch. Ja. ne? Es gibt Ja. ja auch angeblich in einer alten Gazette gibt es einen Ausschnitt, irgend so eine alte Titelseite, wo angeblich genauso ein Stargate ausgegraben wurde. Ein Ja, Bekannter von mir. man weiß immer nicht, was jetzt im Nachhinein Aber ist das so, ist das nicht so? Haben die wirklich das gefunden? Wo ist das Teil jetzt? Es ja. gibt angeblich ein Original, das in Ägypten beim Gizeh-Plateau gefunden wurde, was eben genauso aussieht wie dieses Stargate, das dann eben im Film verarbeitet wurde. Aus den, ich glaube, 40ern, 50ern oder so. Höchst interessant. Naja, es ist ja das Genre der Science Fiction. Das hat ja auch mit Arthur C. Clarke angefangen. Ja. Odyssee im Weltraum 2001 und vorher hat er auch Romane geschrieben, wo es Satelliten gab, um Funkverbindungen aufzubauen. Ne? Das ist praktisch eine Erfindung von ihm gewesen. Die gab es auch noch gar nicht. Der Roman Genau. mit Satelliten. Kannst du den Bildschirm wieder switchen? Ja, natürlich. Entschuldigung. Kein Problem. Das wird sich auch Teilen sehen. beenden. Wo ist denn Teilen beenden? Jo. Genau. Ist beendet, ne? Perfekt. So, jetzt sehe ich dich auch Ja, wieder. in der Science Fiction steckt ja auch Science. Ja, und es gibt welche, die wird irgendwann Realität und es gibt welche, die ist schlimm und da sind wir froh, dass es nicht Realität wird, ne? Wie zum Stimmt. Beispiel The Day After oder The Day After Tomorrow. Das ist ja auch Science Fiction in dem Sinne. Ja. Gut, das wissen wir, das ist auch bewiesen. Also Geologen, Seismologen etc. Sagen ja alle, es ist der Polsprung eigentlich schon längst überfällig. Kalifornien weiß auch darüber Bescheid, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange hat. Das wird wegbrechen, das wird mal Vergangenheit sein, wenn es da mal einen Rums macht, Ja, dann und geht dann gibt es ja richtig auch was. noch den Carrington-Effekt, 1800 Genau. irgendwas, gab es ein großes Sonnenflare, also ein großer Ionenstrom, der durch die Genau. Atmosphäre durch ist und die Telegrafenleitungen so stark aufgeladen hat, dass die Leute da Schlacht gekriegt haben. Also ich glaube, das ist ohnehin alles eine sehr heikle Zeit, in der wir sind. Da brauchen wir nicht auch noch irgendwelche dämlichen Viren aus China. Ja. Ja, Wie geht's wobei, dir da in Hamburg damit? ja, Hamburg hatte ja Skiferien im März, 6. März bis 15. März so. Und da war natürlich viel in Österreich. Und deswegen ist Hamburg so mit
Rot auf den Karten, ne? Genau wie Nordrhein-Westfalen und Bayern. Aber das sind jetzt hier so 6.000, 7.000 Infizierte von 1,8 Millionen. Also, und hier gibt es ja Universitätskliniken und Krankenhäuser, viele. Ich hoffe mal, dass die Zahlen jetzt konstant steigen oder weniger steigen, jedenfalls nicht mehr exponentiell, sodass wir das langsam in den Griff bekommen. Ja, Aber es dir geht geht's eigentlich gut ganz und gut. deinen Lieben geht's gut. Das ist das Ja. Wichtigste. Sehr gut. Das nächste Mal, wenn du in Österreich bist, bitte melde dich bei mir, dass wir uns vielleicht sehen können. Würde mich riesig freuen, dich auch mal Ja. persönlich zu treffen. Bis jetzt waren wir ja nur virtuell unterwegs. Ja, können wir gerne mal machen. Super fein. Lieber Detlef, vielen Dank für deine Worte. Hat mich sehr gefreut, dieses nette Gespräch. Ich wünsche dir auf diesem Wege noch einen angenehmen Abend und was man jetzt auch so gerne sagt, bleib gesund. Ja. Ja, vielen Dank für das Interesse. Dir auch einen schönen Abend und natürlich bleib auch gesund. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.